NUMP, dem nachhaltigen urbanen Mobilitätsplan, machen sich Hansestadt, Landkreis und weitere PartnerInnen im Laufe der nächsten 2 Jahre auf den Weg, um die Mobilität der Zukunft zu betrachten. Das heißt, dass wir mit euch gemeinsam in der Stadtgesellschaft im Rahmen der nächsten 2 Jahre mit zahlreichen Beteiligungsformaten all das Wissen, was wir in der Stadtgesellschaft haben, einsammeln möchten, um dies dann gemeinsam mit der Planersozietät als externe Gutachter zu betrachten. Parallel wird der Landkreis auch viele übergreifende Fragen der Region im Mobilitätsgutachten betrachten. Und wir freuen uns darauf, in diesem kontinuierlichen Prozess immer wieder mit euch zusammenzukommen, gemeinsam die Zwischenergebnisse zu betrachten, um dann in 2 Jahren ein möglichst tragfähiges Konzept zu erarbeiten. Wir haben uns sehr gefreut über die rege Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Als erstes hatten wir ein Begrüßungswort von unserer Bürgermeisterin Claudia Kalisch. Heute einen Impulsvortrag von Lars Zimmermann aus Hamburg, Cities for Future. Sehr interessant, er hat nochmal alles aufgezeigt von den Gründen, warum wir überhaupt den NUMP machen, bis hin zu, was könnten mögliche Maßnahmen sein, wie können wir uns denn verändern. Und dann gab es auch schon eine größere Beteiligung in unserem Dialogforum mit Tischen. Wir hatten Pins und es konnten zu Orten Anregungen gegeben werden. Wir hatten nachher überhaupt keine Pins mehr. Also vielen Dank dafür. Letztendlich haben wir dann noch einmal im Plenum zusammen diskutiert, unter anderem mit der Industrie- und Handelskammer und mit dem ADFC und dem Landkreis Lüneburg. Zunächst sind wir beeindruckt von über 300 Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, um den Abend dort zu verwenden und hatten zahlreiche detaillierte Ergebnisse, die wir noch gar nicht heute konkret beschreiben könnten. Wir hatten aber auch spannende Momente, wo es um Zielkonflikte ging, wo hat der Fußverkehr, wo hat der Radverkehr gegebenenfalls Vorrang. Außerdem ging es um die Frage, welche Zielgruppen haben wir vielleicht auch noch nicht erreicht. Da hatten wir zum Beispiel die Gewerbetreibenden, einzelne Stadtteile, sodass wir auch für den weiteren Prozess bereits viele Anregungen mitgenommen haben, wen und welche Themen wir gegebenenfalls nochmal besonders in den Fokus nehmen möchten. Ja, vielen Dank erstmal. Und falls ihr das gestern nicht geschafft habt, live dabei zu sein, freuen wir uns ganz besonders, wenn ihr bei unserem Online-Beteiligungsformat mitmacht zum NUMP über die nächsten 4 Wochen. Da könnten dann zum Beispiel Ideen, Wünsche und Kritik von euch eingebracht werden. Zum Beispiel, ich habe einen Fußweg, der endet hier und es geht nicht weiter. Oder ich habe einen Konflikt mit Radfahrenden in der Innenstadt. Meldet euch dazu gerne. Was passiert dann mit diesen Fragestellungen? Das wird natürlich weiter aufgenommen, von unseren Gutachtern mit eingearbeitet und auch wieder transparent abgebildet und weiterverwertet.